Heute absolviere ich mal einen Parcours für euch, nämlich mit dem Spiel Snack Guys. Findet ihr für 14,99 € im Apple App Store für die Quest. Es ist ein Multiplayer-Titel, den man aber auch alleine spielen kann. Und ich habe dieses Spiel ungefragt bekommen und ich schaue natürlich rein. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Sah vom Trailer sogar einigermaßen interessant aus. Und was es kann und wie ich mich so angestellt habe in meinem Parcours. All das in diesem Video. Ja, ich bin in Snack Guys, habe ich ungefragt bekommen. 15 Euro aus dem App Lab. Ist so ein Parcours-Spiel, kann man alleine spielen oder auch im Mehrspieler-Modus. Und ja, es ist sehr schlicht geworden. Es ist sehr bunt. Flimmern hält sich in Grenzen, außer dass da hinten die Strecke so ein bisschen hin und her flimmert. Da seht ihr das? Da stimmt irgendwas nicht. Aber ansonsten, ja, sehr simple App Lab-Grafik. Aber wie gesagt, flimmern hält sich einigermaßen in Grenzen. So, wir haben Join In, also das Ding hat sich gerade connected mit dem Server oder Exit. Ich mache natürlich Join In, hier sind meine Hände, relativ schlicht, aber auch das sieht noch okay aus. So, was haben wir? Charakter Settings, Whisk, Finny, achso, guck mal, damit drehe ich mich. Bunny, Dog, Ball, Bull. Ach komm, ich bin Dog, Ball, komm. So, jetzt brauchen wir noch einen Namen. Da ist die Tastatur, die kennen wir natürlich. Toxic, ne? Also wenn ihr Toxic seht, da in dem Spiel, das bin ich. Zack. Was denn? Hallo? Wie sind meine Hände da unten? Create. So, wait a moment. I'm looking for players. Ich denke, das kann man alleine spielen. So, da haben wir einen Shop. Extra Ammo, Speedball, Super Jump, zweimal Collectibles, Boosted Health. Was jetzt? Checking Place to start the match. Ich wollte doch noch gucken. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Hä? Okay, ich bewege mich. Okay, kann man irgendwas schießen? Muss ich das aufnehmen hier? Ja? Okay. Was mache ich jetzt hier? Was, Pau? Ich raff nicht, was ich hier machen soll, Leute. Ist da einer hinter mir oder was? Nö. Ach, das Ding schießt ja, guck mal. Soll man das hier kaputt schießen oder was? Ich treffe das gar nicht. Habe ich es geschafft? Was ist jetzt passiert? Muss ich das hier kaputt schießen? Da ist ja was hinter, ne? Oder schießt da einer auf der anderen Seite? Hä? Sehr geil, ne? Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich höre was? Wer schießt denn da die ganze Zeit? Ich kann nicht mehr schießen. Nein, ich habe keine Dinger mehr hier zum Schießen. Muss man die einsammeln oder was? Ey, das ist doch schon wieder richtig super hier. Was habe ich jetzt eingeladen? Ah, okay. So. Jetzt stehe ich und kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt geht's wieder. Okay, da kommen Candies, ganz viele Candies. Ich raff nur nicht, was ich hier machen soll, Leute. Okay, jetzt habe ich alle kaputt geschossen, jetzt darf ich weiterspielen. Kann man hier irgendwie springen? Ah, guck mal, springen kann ich auch. Das hört sich an wie ein Furz, ey, hört mal. Hallo, was ist denn hier? So. Okay, jetzt muss ich mich irgendwie hier durchtüdeln, ne? Kann man irgendwie rennen? Ja, lass doch mal nach hier. Wo ist denn das Ding? Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder was? Okay. Ich raff hier nichts. Wie sehe ich denn? Wie renne ich? Ah, X, Y, Grifftaste. Achso, wenn ich Grifftaste drücke, dann kann ich hier... Ah, da habe ich auch so ein Zielfernrohr. Sehr cool. Aha. Okay, dann treffe ich auch. Guck mal. So, der ist kaputt. So, ich habe irgendwas mitgenommen. Ich habe noch 5 Raketen wieder. Boah, Leute, das ist aber ein komisches Spiel, ne?
Ja, wenn das jetzt hier wenigstens richtig funktionieren würde alles, ne? Und man hier jetzt wirklich im Multi unterwegs wäre, weil es ja nun mal App Lab. Und ich jetzt wirklich wüsste, was ich hier tue. Irgendwas schießt hier wieder. Das Vieh getroffen? Ich weiß gar nicht. So, ich muss ja wieder hier. Jetzt habe ich aber keine Muni bekommen. Was soll ich denn jetzt machen ohne Muni? Was habe ich denn davon, wenn ich hier die Süßigkeiten fresse? Ist das nachher meine Währung? Ja, schießen kann ich nicht. Ich habe nichts zum Schießen. Ja, weiß ich nicht. Da ist ein Karton. Hier, da ist ein... Hallo! Ich habe immer noch keine Muni bekommen. Ja, ohne Muni kann ich ja hier nicht schießen. Ich bin gleich tot. Aha. Ich hoffe nicht, was ich hier machen soll, Leute. Ehrlich nicht. Er schießt mich. Komm, er schießt mich hier. Hallo. Er schießt mich. Danke. Der trifft noch niemals. Jetzt aber. So, minus 1500. Ja, ich habe keinen, aber... Ey. Super Spiel, ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Also ich hasse es, wenn nichts erklärt wird, ne? Ja. Da ist ja auf jeden Fall noch was hinter, ne? Guck mal, da kommt noch einiges. Was denn? Was schlägst du mich denn? Bist du doof? Ja, guck mal, ich werde hier gespawnt, genau zu dem Typ. Ich kann nichts machen, weil ich habe ja nichts zum Schießen. Hier kommen zwar ganz viele Pizza, Cracker, keine Ahnung. Okay, wir gehen mal ins Menü, wir gucken mal, was passiert. Voice Network, nehmen wir mal aus. Exit. So, jetzt gehen wir einfach mal in Exit. Ich habe keine Ahnung. Also, so, er wird connected wieder zu den Servern. Eigentlich spielt man das ja, wie gesagt, online. So, jetzt war ich, jetzt nehme ich mal hier Fini. Ja. So, wir gucken mal. Ich habe gar nichts, ne? Match, Setup. Ich kann auch nichts machen hier, ne? Ich weiß ja niemals, wie ich Super Jump oder was aktiviere oder was. Kann auch nichts. So, checking place, when to start the match. Ja, ist ja keiner da. Ich bin schon wieder alleine. Okay, jetzt weiß ich ja, wie es geht, ne? Okay, vielleicht komme ich jetzt besser durch. Ich versuche es mal. So, das sammle ich jetzt alles ein. Das habe ich jetzt gerafft. Berühren darf ich das nicht, dann zieht es mir Leben ab. So, jetzt habe ich 10 von diesen Granaten hier. Okay. Und hier muss ich die Cracker einsammeln. War das... Hallo, was schießt denn hier schon wieder ein? So. Es läuft aber auch nicht 100% fluffig. Das muss ich auch dazu sagen. So, habe ich. So, habe ich geschafft. Ich habe aber wieder nur 9 hier von die Raketen. Ne? Hier war doch irgendwo der Doof jetzt gleich, ne? Da hinten. Ach Mann. Das ist doch scheiß hier. So. Was war das denn? Ich wollte gerade schießen, ey. So, habe ich getroffen. Habe ich getroffen. Dann ist weg. So, 11 Schuss. Ich spiele immer noch alleine, ne? Okay.
Das hört sich immer an, als wenn hier einer furzt, ey. Ach, abgestürzt hier. Mann, spring doch, ey. Völlig genervt hier, ey. Nee, das holt mich nicht ab, Leute. Tut mir leid. Es ist ja vielleicht von der Idee ganz cool, so ein Parcours-Spiel zu machen. Ihr Mehrspieler? Ja, dafür fehlen natürlich mehr Spieler, die nicht da sind, leider. Aber es ist halt nun mal bei AppLab so, ne? Nicht jeder kauft sich die AppLab-Spiele und deswegen sind die Server dann leider immer leer. Aber hier sind leider auch noch zu viele Fehler drin. Hallo, spring doch, lauf doch! Ich darf ja hier keinen Schuss vergeigen. Ich wollte das doch hier... Hallo, lass mich doch mal laufen hier, du! Ach, das ist doch alles hier Crap, ey! Ich kann nicht direkt laufen, wenn ich gespawnt werde und der Typ haut mir direkt hier in die Zähne, ey. So. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich schieße und dann verliere ich hier Prozente. Oder bin ich zu nah dran oder was? Was ist das denn für ein Crap? So. Ja, aber ich sammle doch hier gar keine Munition mehr, ey. Ich habe nur noch eine Kugel. Damit kriege ich doch jetzt diese komische Kanone da gar nicht kaputt. Und das heißt, dann öffnet sich ja auch nicht der nächste Level, ne? Und dann komme ich wieder nicht weiter, ne? Da, Ende. So, jetzt stehe ich da. Ohne Muni. Da. Weil ich muss ja die Kanone kaputt schießen, damit das Level aufgeht, ne? Was ist denn das für ein Kram? Kann man hier herlaufen? Nee, da fällt man runter. Ja, büb. So, kann ich irgendwas machen hier im Menü? Die Vorhand, ne? Das sieht schon wieder anders, hatte ich gerade aus. So, weiß ich nicht, dann war es das. Ich komme jetzt ja da nicht durch, ne? Oder muss ich da vorlaufen oder was? Ne. Ja gut, Leute, dann war es das mit Snack Guys. Es wird leider nicht allzu viel erklärt. Es sind Game-Breaking, ja, ich sag jetzt mal Bugs drin oder Fehler, die nicht erklärt werden, weil ohne Muni geht's hier nicht weiter. Ist so. Schade. Kann ich leider mehr nicht zu sagen. Also in meinen Augen war das dann leider nix. Okay, Fazit kommt natürlich trotzdem. Das war irgendwie nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie bei vielen AppLab-Spielen die Grundidee, ein Parcours zu absolvieren im Multiplayer, also mit einem menschlichen Mitspieler, das finde ich gut. Menschliche Mitspieler waren hier erstmal Fehlanzeige. Okay, ist ein AppLab-Spiel, da muss man ein bisschen fair sein. Da sind die Server meistens leer, weil diese Spiele halt recht unbekannt sind. Aber in der Beschreibung steht, man kann es auch alleine spielen. Das habe ich jetzt getan, habe versucht, den Parcours alleine zu absolvieren. Und ihr habt gesehen, man muss alle Gegner und Geschütztürme ja ausschalten, also abschießen, damit sich das Tor für die, ja, für den nächsten Level öffnet. Aber irgendwann hat man keine Munition mehr und dann geht es nicht weiter. Also ich weiß nicht, was das soll. Ein Tutorial in dem Sinne fehlt eigentlich auch. Wenn ich im Menü stehe, dann versucht er direkt zu connecten. Ich kann auch so ein bisschen im Shop rumwühlen, ob ich irgendwas mitnehmen möchte. Aber auch da bin ich natürlich ja zeitlich begrenzt, weil wenn er schnell ein Spiel findet, zack, ist der Shop weg. Erklärt wird eigentlich gar nichts. Ich muss mir das alles selber rausfinden, ne, wie ich gesprungen bin und so weiter. Also das fühlt sich noch irgendwie so komplett halbgar an, muss ich sagen. Also wie gesagt, Idee ist ganz cool. Die Umsetzung lässt leider noch zu wünschen übrig. Dafür flimmert nichts, das muss ich sagen. Es ist eine bunte Comic-Grafik, das geht soweit eigentlich in Ordnung. Aber es muss hier noch an ganz vielen Ecken und Kanten leider geschraubt werden. Eure Meinung zu Snack Guys? Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt das alles mal hier unten in die Kommentarbox.
Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt möchte ich euch noch gerne auf unseren Discord-Server einladen. Eine großartige chillige VR-Community erwartet euch dort. Der Link zu unserem Discord natürlich wie immer in der Videobeschreibung hier unten zu finden oder einfach vr-discord.de eingeben. Zack, bekommt ihr eine Einladung und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt lieber Entwickler, schraubt noch ein bisschen an Snackguys rum, dann wird es vielleicht noch was. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.